Hi, willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir haben lange genug hier auf der Brutzelebene verharrt. Ich würde sagen, wir kapern mal den Globus und schauen, ob wir denn weiterkommen können. Ob wir denn genug Monde gesammelt haben, damit wir ins neue Gebiet kommen. 16 brauchen wir ja. Wer jetzt zählen kann, der wird merken, oh, ich mach's mal Graf-Zahl-Style. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Real Talk, wir haben es geschafft. Das sind alle Monde, die wir gesammelt haben. Und das lässt die Suppe in diesem... in dieser Ellipse... noch krasser werden. Und die Odyssey ist leistungsfähiger. Und mit ihr kommen wir jetzt ins nächste Gebiet. Und zwar... in ein Eisgebiet. Oh, wir haben die Qual der Wahl. Entweder ins Seeland oder ins Frostland. Forstland. Wir gehen mal ins Seeland. Das Seeland. Gute Idee. Ich weiß. Also würde ich sagen, Seeland. Lass knacken. Ich habe ja im letzten Part schon mal gesagt, dass ich ab diesem Part an die Story im Hauptfokus habe. Das bedeutet, das grobe Erkunden und so weiter, das machen wir in Livestreams, die alle zeitnah erscheinen werden. Ne, dass wir halt quasi uns erstmal der Hauptstory widmen, bevor wir uns hier noch dumm und dämlich suchen nach weiteren Monden, weil ich finde, das bremst das Spielgeschehen ein bisschen aus. Und klar, Erkunden ist schön und gut, aber ich denke mal, dass wir mit dem Hauptstory-Shit erstmal sowieso ganz gut bedient sind. Erst entführt er meine Schwester Tiara und jetzt erfahren wir, glaube ich, zum ersten Mal den Namen der Schwester von Cappy. Tiara heißt sie. Und jetzt hat er auch noch den Ring der Einheit an sich gerissen und somit den Ehering in der Hand oder am Finger. Keine Ahnung. Will der sich die gesamte Hochzeitsausstattung zusammenklauen? Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Mützenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung oder schüttle deinen Joy-Con-Controller. Und dann erneut, um einen Mützenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Das hat er doch schon mal gesagt. Und Mario denkt sich nur einfach so, oh please, lass mich in Ruhe. Wo ist das Oasenland oder das Wasserland? Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Nächster Stopp, Seeland. Das soll ganz bekannt sein für Mode. Ach ja, ein berühmtes Hochzeitskleid, das Schnicksenkleid, gibt's dort auch. Das heißt, Bowser klaut sich quasi von Land zu Land sein ganzes Equipment für die Hochzeit zusammen. Du bist eine Sau. Du bist ein Schwein. Das kann doch nicht sein. Das Seeland. Sieht trotzdem noch ein bisschen eisig hier aus, ne? Brudels, Brüdes über dem See. Na, ganz toll. Okay. Oh weh, die Brudels sind auch hier. Wer bist du denn? Unerhört. Die Handlanger des Ungeheuers sind hier völlig ungebeten durchgerauscht. Sie haben das schönste Schnicksenkleid unseres Landes gestohlen. Fürchterlich. Das ist wahrscheinlich nicht für Bowser. Lasst mich raten. Oh, hier gibt es direkt mal die Möglichkeit, Melodien zu sammeln, wenn ich das mal so sagen darf. Schaffen wir es noch? Ist es schnell genug? Sind wir schnell genug? Ja. Perfekt. Und die Monde sind hier bronzenfarbig oder halt so. Rosa, leicht hellrosa. Ja. Notenjagd im kühlen Nass. Wer bist du denn, Brutz? Oh, guck mal dort. Katzen-Mario, Brudes. In 8-Bit natürlich, ne? Sie haben die Treppe zum Aquagrund zerstört. Oh nein, das ist ja sehr traurig, Brutz. Ich sehe da auch wieder einen Mond. Komm schon. Na komm, es wird Zeit. Mach schon. Am Seeufer. Wunderschön. So, und hier sind es lila Tränen oder lila Schuppen. Das fällt mir doch wie Schuppen von den Augen. Ich glaube, hier ist noch ein weiterer Mond, weil das glitzert ja auch so komisch. Nee. Na gut, was für eine Treppe war das gerade eben gewesen? Was wollen Sie von mir? Ich muss gucken, dass ich da...
Bitte was? Okay. Die Münzenstaude einfach weggegangen ist. Also sie hat mich natürlich schon immer gehasst und so, das war mir klar. Aber hey. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Warte mal kurz. Ja, so geht's. Alles klar. Weitere lila Münzen? Gut. Redons Kaichas ihn erst sagte, er möchte gar nicht mehr weiter erkunden, weil das nur im Livestream macht. Und jetzt macht das doch hier. Ja, so ein bisschen umgucken kann man sich ja wohl, ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Ein Reißverschluss, ey, wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Aber erstmal hier reingehen. Thanks dafür. Und weiter geht's. Was ist das denn da unten? Wasserblasen, Luftblasen. Sehr schön. Gib auf die Stacheln acht. Ein Glück sind das keine Feuerstachels. Shoutouts an Flo an der Stelle. Komm, gib mir Luft. Okay, sehr gut. Das sieht echt wunderschön aus hier. Guckt euch das mal an. Alles, wie es halt glitzert und glänzt und generell die ganze Aufmachung hier. In dieser Unterwasserhöhle. Sehr geheimnisvoll, sehr mystisch hier. Aber es gibt ja auch immer wieder Möglichkeiten, sich wieder mit Luft voll zu tanken. Und als Belohnung dafür, fürs Erkunden, den Mond. Schatz im stacheligen Wassertunnel. Na gut. Aber ich höre auch gerade, wie meine Switch arbeitet. Also der Lüfter ist gerade schon total auf Trocken am Start, ne? Was bist du denn für ein Vieh? Lass mich in Ruhe. Irgendwelche lebendigen Algen oder was? Oder Seegras? Das war aber 50% Gras, 50% böse, ne? Das ist, Und jetzt sind wir quasi hier in Form des Cheep Cheeps und können quasi nonstop schwimmen, ohne dass uns hier die Luft ausgeht. Was auch Sinn macht. Fische müssen nicht auftauchen, um nach Luft zu schnappen. Ja, und es gibt hier anscheinend immer, wie man sehen kann, auch Mondfragmente. Und auch dort haben wir wieder natürlich ein Herz, aber auch weiteren Mond. Jawohl. Cheep-Cheep-Wechsel. Ist die Frage, ob ich von den anderen Cheep-Cheeps Schaden bekommen kann, ne? Was ist das denn? Da glänzt irgendwas. Ist es wieder ein Mond? Das waren nur Münzen. Das war's dann wohl mit diesem Cheep-Cheep. Aber es gibt ja mehr als genug Cheep-Cheeps für alle. Es ist genug für alle da. Das nimmt weiter. Oh! Alter! Alter! Nessie! Nein, wie geil ist das denn? Hoppe, hoppe, Dori. Du bist nicht Dori, du bist Nessie. Du bist nicht Dori, du bist Nessie. Du bist Nessie aus SM64. Au! Aus dem Weg. Okay, mehr eskalieren geht hier halt echt nicht, ne? Läuft bei dir. Aber ganz ehrlich, für wen ist das bitte nicht Nessie? Also wenn das nicht Nessie ist, dann bin ich nicht Redons Kai. Real Rap. Was glänzt denn da so vor sich hin? Sehr komisch. Und hier der nächste. Das nächste Mondfragment. Ich komme mir fast schon vor wie ein Formel-1-Fahrer. So, was haben wir hier? Wieder lila Münzen? Natürlich haben wir das. Wie viele gibt es hier eigentlich in dieser Welt? 50 Stück. Nur 50 Stück? Das ist ja verdammt wenig. Das ist ja genauso viel wie im Kaskadenland. Okay. Ich dachte, das steigert sich hier immer weiter und dann sowas. Und, ah, guck mal, ein weiterer Reißverschluss. Auch wieder eine coole Neuerung mit dem Reißverschluss, oder? Zack, zack, mach auf, die heilige Scheiße. Da ist ein Bonusabteil, den machen wir jetzt noch nicht. Auch die Musik ist sehr, sehr entspannt, wie es halt zu so einem Wassergebiet passt, ne?
So ruhig. Beruhigend. Hier fühlt man sich wohl. Vielleicht ist Marios Outfit auch jetzt gerade nicht unbedingt passend, aber... Na komm raus, oder traust du dich einfach nicht, du mieses Schwein? So, ich würde aber sagen, wir tauchen mal wieder auf. Oder wir tauchen ein in einen Cheep-Cheep. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das war ja sehr sozial vom Spiel, ne? Sehr nett. So, mal kurz auftauchen. Yeah! Vielleicht gibt es ja das letzte Mondfragment hier irgendwo. Oberhalb. Ach nee, guck mal, hier sind sogar lila Münzen. Schön, schön. Da oben sind auch noch lila Münzen. Hier, Fischlein, putt. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und zwar... Sprung! Ich glaube, wir sollen da durchschwimmen, oder? Oder da reinspringen ins Loch. Immer ins Loch rein! Es wird Zeit! War das gut? War das schön? Ich dachte, jetzt dafür gibt es einen Stern als Belohnung, aber nur leider nicht. Ich komme nicht runter! Warum denn nicht? Na, was geht ab? Ja. So, wo ist das letzte Mondfragment? Es muss hier irgendwo sein. Ich habe mich auch relativ genau umgeguckt. Hey, du kannst hier drin atmen. Das ist doch sehr schön. Sehr nett, dass das Spiel auch mal an Menschen denkt, die keine Kiemen haben. Ja, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die Kiemen haben. Deswegen ist es gut, dass man hier keinerlei Seiten diskriminiert. Und hi. Jetzt mal ehrlich, habe ich irgendwo jetzt was übersehen, ja? Wenn ja, dann sag mir das Spiel bitte mal, dass es so ist. Bitte sagen Sie es mir. Vielleicht hier? Kurz mal gucken. Verschwinde! Hey, ich bin verdammt nochmal Mario. Ja, jetzt ehrlich, wer hat den Fels hier hingestellt? Ich komme da nicht rein. Hallo? Natürlich ist es hier. Ist klar, ganz oben. Leck mich! Aber war es ja nicht mehr relevant. Ah, ja, stimmt. Egal, wir haben Gutes getan. So, das Schinkenkleid wurde gestohlen. Ja, das weiß ich. Es heißt Schnicksenkleid, Kai. Schnicksen! Ist dieses Ungeheuer noch da draußen? Vielleicht. Wer bist du? Der Shop ist eine Etage weiter oben. Darüber existiert noch eine weitere Ebene. Wie du da hochkommst, genauso wie überall hier, in denen du schwimmst. Hallo! Ja, ich hab's doch verstanden. Ah, hi. Na? Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm das als Belohnung, ja. Da habe ich jetzt auch gerade voll viel von, dass ich dich gefunden habe, wirklich. Unser geheimes Kämmerlein. Das stille... Dieser Ort ist unser kleines Geheimnis. Oh, ja. Oh, ja. Ich weiß ganz genau, was du von mir willst. Ohne Witz. Ich habe meinen Schnurrbart in dich versenkt. Wenn du verstehst, was ich meine, das ist immer ein gutes Geheimnis. Ach, Mario, du bist ein Perversling. Du bist eine Sau. Du bist ein Schwein. Ich denke mal, ich weiß, ob ich da hochkomme. Klar, man kann jetzt hier Wandsprung machen, aber ich hätte es halt ganz cool gelöst. Mit einem anderen Lösungsweg. Es war einfach hier an der Säule Wandsprung. Und irgendwie hier so, ja, hätte geklappt. So. Und jetzt schwimmen wir hoch und sind dann auf der nächsten Etage. Sehr easy.
Wenn hier irgendwo noch ein Geheimweg ist, dann soll mir das Spiel das bitte sagen. Na? Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisender, du bist überhaupt nicht fürs Schwimmen gekleidet. Sehr schade. Also hier komme ich jetzt nicht rein. Okay, das heißt, auf zum Crazy Caps Laden und wir hoffen, dass wir genug Münzen gesammelt haben. Wir hatten hier einst ein herrliches Schnickselkleid im Schaufenster. Aber dann hat dieses Ungeheuer es gestohlen. Er hat den größten Schatz unseres Landes einfach geklaut. Excusez-moi, Madame. Mir fehlt unser Schnicksenkleid. Willkommen, leider besuchst du uns in unruhigen Zeiten. Na, umso besser. Dann werde ich euch mit meinem Geld ein wenig aufheitern. Miesen Schweine. So, kann man sich wieder einen Mond kaufen? Was mir übrigens jetzt auffällt, wir haben im Kaskadenland nicht einen Crazy Cap Laden gefunden, als ob es da keinen gibt. Wisst ihr? Kann ich mir nicht vorstellen, da muss es doch einen Crazy Caps Laden geben. So, ja, ich weiß, wie es umsortiert ist. Das ist doch klar. Ihr habt eine eigene Währung, das sind eure lila Schuppen. Und Kraftherz und natürlich wieder ein Seelandmond, ist ja ganz klar. So. Jetzt kleiden wir uns, na ich sag mal, hey, nein. Ja gut, okay. Shopping im Seelegant. Seelegant, das ist doch sehr elegant. Denn ich schwimme im Seelegant. Und das dank diesen Punkte-Shorts hier, die ich sofort mal anziehen werde. Dann ist Mario nämlich endlich sexy. Ich glaube, es ist, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte von einem Mario-Spiel, dass Mario sich auch freizügiger kleiden kann. Das war ja bei Zelda Breath of the Wild auch so, aber jetzt hier, das ist schon lustig. Kann ich dir weiterhelfen? Ja, einmal kurz die Schwimmbrille, please, lol. Und dann, ja komm, ziehen wir um. Und das Schwimmoutfit. Du ziehst deinen Kauf gleich an, vor mir? Du bist aber mutig. Ist irgendwie schon komisch, ne, dass wir uns genau vor denen umziehen. So, ich meine, wir haben jetzt gerade nur unsere Punkte-Shorts an. Und jetzt... Verstehe, verstehe. Du machst dich also gern nackt vor Leuten, oder? Bist du ein Nudist? Jawohl, das bin ich. Ja, Mario. Okay, jetzt sollte ich aber, glaube ich, ganz effizient gekleidet sein, nicht wahr? Schauen wir mal. Ja, genau, ja, genau. Wir hatten das schon. Und oh, was ist denn hier los? Wie auch immer, ich glaube, ich weiß, wie ich da rankomme. Na komm. Nein, nicht so. Hallo. Ja, Peach, Schwester, ich kenne dich doch schon. Dann springe ich da einfach so hin. Ach so, ja gut, so geht's auch. Man kann sich so über die Kante hängen und... Ja, okay. Wusste ich nicht. Weiß ich jetzt. Habe ich jetzt genotest. Ja, du bist in Seekleidung. Ja, um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisender, so kannst du problemlos schwimmen gehen. Hereinspaziert. Danke. Und einen schönen Aufenthalt. Danke. Vielen Dank. So, was sind die Indizien? Was haben wir? Wir haben... Naja, den Kleiderbügel für das Nixenkleid, das Schnicksenkleid, das Schnitzelkleid. Komme ich hier irgendwie weiter, indem ich mich hier so von Säule zu Säule hochspringen lasse? Ich meine, was mache ich denn hier sonst? Autsch. Warte mal kurz. Ja. Oder doch nicht? Weil hier komme ich nicht weiter. Was soll ich hier denn machen? Ich sehe es nicht. Was soll ich denn hier im Ausstellungsraum? Was bringt mir das denn? Ah. Mond. Klar. Na gut, okay. Unpassend gekleidet. Ja, ja, ja. Gut, es war also nicht storyrelevant. Gut, dann würde ich aber jetzt mal ganz gerne wieder story-relevanten Shit machen. Und zwar schwimmen wir einfach mal da hoch. Gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Weil hier irgendwo müsste es ja auch weitergehen. Schätze ich jetzt einfach mal. Na gut.
Na, was willst du von mir? Die Handlanger vom Ungeheuer sind mir ein Graus. Sie haben unser geliebtes Schnicksenkleid gestohlen. Nein! Na gut, aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wie ich dahin komme. Das wollte ich wieder nicht machen, aber das ist wieder mal das Spiel. Aber gut. Und zwar hier durch die Röhre und dann... Nee, ich glaube, das ist es nicht. Oh, Challenge! HD! Ja. Ja und bye. Spawnt das Ding wieder? Respawnt das Ding auch? Nein. Toll. Ich glaube nicht, dass das Ding hier mich jetzt zu den Knechten führt. Oh, es wird doch wieder nichts, weil ich es verkackt habe. Ja, tschüss. Auch das wollte ich mal wieder überhaupt nicht machen. Danke, Spiel. Vielen, vielen Dank. Gucken wir mal, was wir jetzt vielleicht schaffen. Krieg's nicht. Wie soll ich diese drei unteren, soll ich die zum Schluss holen oder was? Ich check's nicht. Ich denk mal, ich muss die zuletzt holen. Das verwirrt ja voll, weil so, hä, warum soll ich das erst zum Schluss machen? Die sind da direkt vor mir. Ich denke mal, das wird aber des Rätsels Lösung sein. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Alter, kotzt das an. Meinst du es gerade jetzt ernst? Willst du mich verarschen? Mein Gott, Alter. Kann die Kamera bitte mal nicht so zum Kotzen sein? Ich habe sie doch gerade eben anders platziert, anders gestellt. Warum wird es jetzt wieder so angezeigt? So quasi, ja. Na gut. So. Wir haben es trotzdem geschafft. Ich würde aber ganz ehrlich, ne? Ich würde so ein Mario Odyssey, genau diesem Stil auf 8-Bit würde ich locker spielen. Ich würde das so gern spielen, ne? So 2D und so. Wäre richtig geil. So, vielleicht müssen wir aber auch diesen Weg hier nehmen. Du hast ja ganz gut ans Plattsein gewöhnt. Okay. Oh, eine Prinzessin im Goomba, ey. Du bist ja voll süß. Ja, ohne Witz. Na los, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie es sein. Das macht keinen Sinn. Wie kann mir so ein gelber kleiner Goomba Schaden zufügen? Das macht keinen Sinn. Aber gut. So, jetzt glaube ich mal hier, wie komme ich denn da jetzt hin? Ach, Reißverschlussverfahren. Ja, das ist das Reißverschlussverfahren. Ja, wir sind zwar nicht bei der Autoführerschein-Haftigkeit, aber hey. Ich meine, den Autoführerschein habe ich schon lange hinter mir, ja, deswegen. Am Ende des geheimen Tunnels. Schön, und wird auch wieder aufgeheilt. Perfekt. Trotzdem komme ich hier nicht weiter. Na gut. Wie komme ich denn dahin? Also wenn ich wüsste, wie ich dahin hinkomme, dann wäre alles gut. Oh, wieder so ein Porträt. Mit welchem ich nach New York City kommen könnte. Aber nein, hör auf, mir das aufzuzwingen, Spiel. Nein, nein, jetzt red ich. Da muss ich irgendwas mit Nessie machen oder wie hieß sie mal hier? Plessie? Nein. Soll ich dich kapern? Ich kann dich gar nicht kapern. Ich kann doch nichts sonst mit dir anstellen, also. Ja, und vor allen Dingen. Was soll ich irgendwie hier rein? Ah, okay. Du gelangst durch den Schacht hoch aufs Dach. Das hat sich gereimt. Ja, ach. Nee.
Das sind wieder mal so Momente, so, das habe ich gerade eben wieder nicht gesehen. Oder ich habe zwar dieses Loch gesehen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da irgendwie hochkomme. Das war natürlich klar, dass da etwas ist. Das war ja klar. Ich habe das Loch da gesehen, aber ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht, da reinzugehen. Naja gut, nun denn, lasst uns da mal reingehen. Ja, ja. Und wie komme ich denn hier zu den lila Münzen? Hallo? Komme ich irgendwie raus? Oder nee, warte mal. Die holen wir jetzt noch zum Ende des Parts hin, passt auf. Komme ich überhaupt noch raus? Ah, ich kann so wieder rauskommen, okay. So, und zwar, wir müssen uns einfach nur... Wir müssen einfach nur dahinter schwimmen und dann haben wir auch schon die lila Münzen safe. Es könnte so einfach sein. Aber Redo und Sky denkt ihr zu kompliziert. So, waren das alle drei? Denke ich jetzt mal schon, ne? Genau, okay. Locker ist da hinten auch nochmal irgendwas, aber das gucken wir uns dann später in Livestreams an, wenn wir das hier erkunden. Genauer. So, alles klar, Jungs, Mädels. Wir sind kurz vor den 1000 Münzen, das ist doch ziemlich geil. Das ist ja nicht so, als hätten wir das schon mal irgendwie geschafft. Deswegen machen wir die 1000 Münzen voll, beenden den Part und dann beim nächsten Mal gibt es den Bosskampf unseres Lebens. Und zwar da hinten. Macht's gut, haut rein. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr in Sachen Mario Odyssey verpasst.